Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Miteinander für unseren Wallgau. Heute darf ich Sie von einem wunderschönen romantischen Weiher hier in Thüringen begrüßen. Seit 1987 betreuen die Sportfischer der Firma Hilti dieses Anglerparadies. Aber auch für eine gemütliche Familienwanderung über den Thüringer Berg ist dieser Weiher ein lohnendes Ausflugsziel. In unserer heutigen Sendung möchte ich einen kleinen Rückblick in die Faschingssaison geben. Diese hat für die Raiffeisenbank Frasterzeit eine sehr lange Tradition. Jedes Jahr beteiligen sich die Mitarbeiter bei den Faschingsumzügen vor Ort. Wir haben die gelbe Familie am Faschingssamstag begleitet. Hallo, ich bin Cornelia von der Raiffeisenbank Frasterns Sat 1. Wir gehen heuer wieder beim Kinderfasching in Frasterns mit. Es ist jedes Jahr eine Sensation. Mit der ganzen Familie gehen wir da mit. Ja, wir gehen mit, das sieht man mit unserer ganzen Familie. Wir gehen auch als gelbe Familie, das passt super zu uns. Und wir glauben, das ist das Besondere bei uns auf der Bank. Erstens haben wir am Markt Spaß und zweitens, wir als Bank gehen da mit. Und man sieht, es gibt nur eine gelbe Bank. Oh, die Leute freuen sich, wenn sie uns sehen, mit uns ein bisschen was reden können, was trinken. Und wir haben einfach Spaß. Wir nehmen unsere Kostümersäle, das ist schon ein schönes Miteinander. Und auch danach, das Ganze drumherum, haben wir immer eine Märzgaude. Wohnen im Grünen. Diesen Traum haben sich einige Raiffeisenkunden in Lodesch ermöglicht. Wir haben die Wohnanlage der Firma Ammannbau besucht und durften einige Wohnungen von innen besichtigen. In der Dorfstraße in Lodesch. Nachdem wir da ein so schönes Grundstück erwerben haben können, haben wir gedacht, da die Nachfrage nach Wohnungen in Lodesch sehr groß ist, bauen wir da eine schöne Wohnanlage her. Sie hat 11 Einheiten und ich denke, dass es ein gelungenes Objekt geworden ist, mit architektonisch einmal anderen Läden zum Beispiel. Also ich glaube, der Gesamteindruck ist sehr schön und die Kunden fühlen sich auch ziemlich wohl da drin. Ja, es sind alle Wohnungen verkauft und die Nachfrage ist immer noch nach wie vor da. Und darum sind wir eigentlich schon in der Planung, dass wir in nächster Zeit da gleich anschließend noch einmal was Schönes bauen. Also wir haben eine Wohnung in Lodesch ausgesucht, weil wir ein bisschen Lodescher sind. Und für uns eine andere Ortschaft eigentlich überhaupt nicht in Frage gekommen ist. Also bei der Planung von dieser Wohnung war uns ganz wichtig, erstens einmal der Raum, da, das Wohnzimmer. Und ja, dass der Raum einfach für uns der wichtigste ist, weil wir uns da einfach am meisten aufhalten. Und das sollen wir uns so wohlfühlen. Als Frau ist natürlich ein wichtiger Raum auch Küche. Und dadurch, dass wir eben bewusst gesehen haben, wir möchten alles miteinander haben, also wir möchten alles offen haben,
So kriegt man natürlich auch mit, wenn der Partner zum Beispiel im Fernsehorgan ist und du in der Küche am Kochen bist. Also das ist einfach so der Mittelpunkt für unsere ganze Wohnung. Und da war mir auch wichtig, dass das Gesamtbild einfach stimmig ist. Die Zusammenarbeit mit Ammenbau war sehr gut. Wir haben uns dafür auch für einen Neubau entschieden, weil wir gesehen haben, ja Gott, vielleicht gibt es die Möglichkeit, das eine oder andere zu ändern. Wir haben in unserer Wohnung auch die eine oder andere Wand verlängert, einen Raum umplant. Und also wir sind von Anfang an mal schon ziemlich mit eigener Idee gekommen, wo es natürlich für einen Ammenbau dann auch sehr wichtig war, dass er unsere Wünsche erfüllen hat können. Und da muss ich sagen, da waren sie wirklich sehr kooperativ und sind auch wirklich auf unsere Wünsche eingegangen. Und also es hat super funktioniert. Also mir ist bei der Wohnung ganz wichtig gewesen, dass der Wohnraum, das ganze rundum, also Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, dass einfach alles offen ist, dass man einander sieht, dass ja, ist so die abtrennten Räume, so wie man es früher kennt hat, das ist eigentlich nur das, was mir taugt. Und ich denke, da hat man dort der besonders Damenbauer ganz eine gute Lösung gehabt. Also ich sage jetzt so vom Plan her, wo man am Anfang gehabt hat, hat man eigentlich nur wirklich viel ändern müssen. Und da habe ich mich eigentlich auch recht schnell einmal gut aufgehoben gefühlt. Also was die Finanzierung angeht, das war natürlich schon eine Herausforderung, gerade für mich als Single. Ist doch nicht so einfach und ich habe mir aber trotzdem überlegt, ich möchte unbedingt eine Eigentumsgeschichte haben und einen Neubau, damit ich mich auch ein bisschen ein Stück weit verwirklichen kann. Habe einfach auch, ja, ein bisschen mitplanen, mitgestalten und mit der Raiffeisenbank Großwalzertal, da habe ich echt einen guten Partner gefunden, gerade auch mit dem Markus Bobner als Ansprechpartner. Das war wirklich eine Vertrauensgeschichte und ich muss sagen, da habe ich mich echt gut aufgehoben gefühlt. Ja, die Beratungsgespräche mit Christoph Meyer waren für mich sehr angenehm. Wir haben es privat schon ein bisschen gekannt, das vereinfacht das Ganze ein bisschen. Christoph ist auch schon jahrelang Kunde bei uns gewesen und war auch schon vorbereitet auf das Thema. Wir haben alle Punkte, die es zu besprechen gibt, wie Kreditraten, Wohnbauförderung, Baukonten und Ähnliches, sehr einfach und unkompliziert, glaube ich, abwickeln können. Freut mich, wenn ihr jetzt bei einem zufriedenen Kunde da in der Küche hocken kann und auf einen Kaffee eingeladen wird. So soll es so sein. Und ich denke, die Zusammenarbeit wird auf dem Weg auch weitergeführt. Und wir freuen uns, wie gesagt, dass wir da in dem Haus oder in der Wohnanlage von der Firma Ammenbau einige Wohnungen dementsprechend gut finanzieren dürfen. Meine Einrichtung ist ein bisschen anders wie in den anderen Wohnungen. Bei mir schaut es ein bisschen aus wie eine Puppenstube, finde ich. Es passt aber zu mir, ich fühle mich dahin wohl. Und ich habe es so eingerichtet, dass es auch meine Persönlichkeit ein bisschen widerspiegelt und dass ich mich wohlfühle. Und dass, wenn ich heimkomme, dass ich runterfahren kann vom Arbeiten. Mittlerweile kennen wir uns alle schon ein bisschen. Wir haben zwei, drei Situationen durch den Schnee schon gehabt, wo wir zusammen arbeiten haben dürfen. Wir haben zusammen Schnee geschaufelt. Und da muss man sich natürlich immer ein bisschen absprechen, aber das hat gut funktioniert. Wir sind relativ ein junger Wohnblock. Der Altersdurchschnitt ist relativ niedrig und verstehen uns dadurch auch ziemlich gut. Wir haben schon einige Pläne, was wir mit dem Spielplatz machen, solange noch keine Kinder da sind. Und ist eigentlich ganz ein gutes Klima dahinter bei uns. Der Wohnblock liegt zwar relativ zentral, wir sind etwa 5 Minuten von der Gemeinde und von der Post und überall entfernt, aber es ist trotzdem eine ruhige Lage. Wir haben vor uns Felder, wir haben Agrargebiet, wir haben sogar eine kleine Schafherde vor unserem Wohnblock. Der Weg zu meiner Wohnung, das hat alles so wunderbar funktioniert. Es war zwar eine Geduldsprobe, aber die Finanzierung und das alles hat so super geklappt. Und ich würde die Entscheidung jederzeit wieder treffen und ich fühle mich daheim total wohl und in der Umgebung, in der Wohnung, das ist jetzt schon dort mit daheim. Ich darf mich nun vor dieser wunderschönen Kulisse von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, wenn Sie Ende März wieder einschalten, wenn es wieder heißt, Miteinander für unseren Wallgau. Auf Wiedersehen.